Und neben den operativen Geschäften, neben dem Ermöglichen solch wilder Kampfkarten wie heute und gestern, zählt da natürlich auch das Scouting des Marktes zu, da zählt die Akquise neuer Talente zu. Und ich freue mich wirklich ganz besonders und persönlich, dass wir heute hier das heißeste Prospect auf dem deutschen, auf dem europäischen Markt bei WXW begrüßen dürfen. Wenn ich es mit eigenen Augen sehe. Das ist nicht April, das kann kein Aprilwitz sein, Christian. Ja, wir sind ja auch schon weit fortgeschritten. Es ist tatsächlich Prinz Ahura. Der Wrestling Olymp hat seine Wolken geöffnet. Und Prinz Ahura betritt hier die Turbinenhalle in Oberhausen. Er ist zurück. Prinz Ahura ist wieder in seinem Reich. Und was ist das, Christian? Die WXW Shotgun Championship um seine Hüften? Ich glaube... Ja, Norman Harras ist da, glaube ich, genauso erstaunt wie wir. Beide, also... Aber also, erstmal, was für eine... Was für eine Welle, was... Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht mit Prinz Ahura! Ja, denk dran, Christian, Prinz Ahura hat auch nie die Shotgun Championship verloren. Die Shotgun Championship würde vakantiert. Zuletzt. Von daher ist Prinz Ahura deutlich die Meinung, dass er immer noch WXW Shotgun Champion ist.